Herzlich willkommen zum heutigen Let's Test. Disney, Nighthawk Interactive und Digital Eclipse. Warum wird da gelacht? Wird da etwa gelacht, weil ein Super Nintendo bzw. Sega Mega Drive Spiel 1:1 von der 16-Bit-Ära auf die Switch geportet wird? Ich meine, wer sollte sich das hier kaufen? Ich habe dafür Vollpreis bezahlt. Nein, Freunde, es wird sich hin und wieder beschwert, wenn ein Wii U-Spiel für die Switch erscheint. Lassen wir so stehen. Dann kommt ab und zu sogar der Fall, dass ein Wii-Spiel aus Wii-Ära-Zeiten gepackt wird und auf der Switch einfach nochmal neu rauskommt. Zum Beispiel Go Vacation. Und sogar GameCube-Spiele kommen fast 1:1 wieder für die Switch raus. Zum Beispiel Sphinx und die verfluchte Mumie. Aber Disney und die eben besagten Entwickler gehen halt echt weit. Ihr seht es ja schon hier unten, 1993, 1994 und 2019 Disney. Aladdin und der König der Löwen. Besser gesagt, Disney Classic Games Aladdin and the Lion King. Nirgendwo steht irgendwie der König der Löwen drauf. Überall steht The Lion King. Wir gucken uns heute an, aus was dieses Spiel gemacht ist. Wenn ihr das vielleicht irgendwo seht und euch denkt, taugt das was? Sollte man das kaufen? Es ist nicht ganz dumm, das jetzt rausgebracht zu haben, 2019. Denn 2019 sind ja beide Filme nochmal ins Kino gekommen. Als Real-Verfilmungen, die ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, wie sie manche immer verteufeln. Und diese Games waren noch richtig gut. Vor allen Dingen Aladdin wurde hochgelobt. Es gab damals zwei Aladdin-Spiele. Eins von Capcom, das für Super Nintendo. Und eins für Sega Mega Drive, entwickelt von... Jetzt blamiere ich mich. War es Infogrames? Und dieses Spiel, diese Collection nennen wir es einfach mal. Also ich wollte es jetzt nicht schlecht reden, das wird nicht 1:1 geportet. Die haben sich wirklich schon viel Mühe gegeben. Auch mehrere Spiele, mehrere Versionen von den Games hier zu veröffentlichen, und es kostet keinen Vollpreis, es kostet, ich glaube, 30 Tacken. Ne? Aber ich zeige euch trotzdem, was ihr hier dafür erwarten könnt. Hier steht zum Beispiel bei Aladdin Konsole S-Version. S steht für nichts anderes als Sega. Die Sega Mega Drive-Variante. Das ist so vom Wertungsdurchschnitt das bestbewertetste Spiel, das ihr hier finden könnt. War damals sehr hoch gelobt. Und das, obwohl die Entwickler nicht so viel Zeit hatten. Hä? Dann gibt es die Final Cut Version. Die wurde geändert. Ich glaube, wenn ich es auswähle, steht es dann da? In der folgenden Endfassung-Version von Aladdin wurden im Vergleich zur ursprünglich veröffentlichten Version des Spiels Fehler behoben und andere Dinge überarbeitet, die potenzielle Änderungen darstellen, welche das Entwicklungsteam vorgenommen hätte, wenn es mehr Zeit gehabt hätte. Hätte, Fahrradkette. Wir hoffen, euch gefällt diese überarbeitete Version dieses Spieleklassikers. Ich weiß nicht, was genau damit gemeint ist. Hätte ja zum Beispiel gehofft und gebetet dafür, dass das Spiel in 16:9 ist, dass man das halt so entwickelt, dass links und rechts das einfach den Level siehst. Wisst ihr, wie ich meine? Das kann man sich, wenn man sich richtig hinsetzt und Mühe gibt, eigentlich auch machen, wie man es bei Sonic CD gemacht hat, sehr schön. Ne? Sonic CD ist so ein Beispiel, da hat der Christian White hat sich Mühe gegeben. Werfen wir einfach mal einen Blick drauf in diese sich kaum unterscheidende Sega Mega Drive Final Cut Version von Aladdin. Ich habe beide Spiele. Aladdin und der König der Löwen schon Let's Play. Das ist aber beides schon viele Jahre her. Ich denke mal, die Let's Plays sind trotzdem noch gerade so qualitätsstandardmäßig an der Kotzgrenze. Das heißt, ihr könnt euch Let's Play Aladdin und Let's Play der König der Löwen auf YouTube von Let's Play Markus dem Verrückten ansehen. Ansonsten habe ich es in der Tat beide, bevor ich wusste, dass das hier überhaupt erscheint, habe ich beide letztes Jahr auf Twitch, oder dieses Jahr sogar? Jedenfalls habe ich beide auf Twitch durchgezockt. Obwohl, es gab einen Bug bei König der Löwen, ich konnte es nicht ganz durchzocken. Aber Aladdin hatte ich durchgezockt auf jeden Fall. Beide sind relativ kurz, sogar die Spiele. Ich muss mir auch die Steuerung umstellen, aber ist nicht so wild. Um ganz kurz zum Kernspiel zu sprechen zu kommen. Ihr habt ja drei Tasten auf dem Sega Mega Drive. Ich habe ja Tasten A, B, C. Eine zum Springen, eine zum Zuschlagen mit dem Schwert, auch so ein bisschen, oder in der Luft. Und eine zum Werfen mit dem Apfel. Ja.
was für Fehler da wirklich ausgemerzt wurden, ich bin mir nicht ganz im Klaren. Ich habe auch schon mal im Stream, by the way, diese Collection vorgestellt. Nur ob das alle mitbekommen haben, das war halt so ein spontaner Stream, wo wir die Games so ein bisschen durchgeswitcht haben. Deswegen dachte ich mir, ich stelle es euch hier auch nochmal vor. Ne? Kann man ja machen für die letzte Test-Rubrik. Und zwar, ich glaube, an was ich immer denken muss, es gibt einen gravierenden Fehler in dem Lava-Level. Wenn ihr da von Plattform zu Plattform springt, nicht in dem Lava-Level, wo ihr auf dem fliegenden Teppich seid, sondern in dem Lava-Level, wo ihr halt, wo die Höhle zusammengestürzt ist. Man verfolgt ja so ein bisschen die Story-Handlung vom Film, im originalen Zeichentrickfilm, wobei das nicht sehr groß abweicht vom Ablauf des Remakes. Vom Film. Aber da versteckt sich auch noch einer. Die Vasen sind Checkpoints etc. pp. Erste Level, denke ich, können wir mal noch zu Ende hauen. Den werde ich mal gleich nochmal versuchen, die Hose auszuziehen. Das sind so kleine lustige Elemente, die damals richtig gut ankamen. Die Animationen und so. Wurde deswegen auch sehr hoch gelobt. Ne, der geht direkt down. Ich glaube, die müssen stehen dafür, nicht bewegen. Also hier hätte ich es auch total empfohlen, das in 16:9 zu machen, dass du den auch siehst, während du wirfst. Aber war ja nur so ein Gedankengang. Nein, und da fällst du irgendwie, da kommt so ein Blub aus der Lava raus und dann fällst du runter, obwohl du gesprungen bist, das ist sehr gemein. Da weiß ich auch schon, wie ich das zu handeln habe, dass ich da trotzdem weiterkomme, dennoch ist es sehr gemein. Ich kann auch die mal killen, ne? So, warte, wenn er jetzt am Futtern ist, ich werfe einen Apfel. Zieht sie ihm Hosen aus. Also normalerweise zieht er sie auch wieder an. Naja, manchmal so, manchmal so. Und es gibt auch eine Demo-Version davon. Ich glaube, ich spiele den Level nicht ganz zu Ende, weil ich muss euch noch so viel zeigen. Also gerade habe ich schon grübeln. Mit der Minus-Taste kommt man zurück. Spieleinstellung, Spielbeenden, Neustarten, Speichern. Bildschirmoption, Vollbild. Bildschirm aus. Also es gibt die Möglichkeit, zwar im 16:9 zu spielen, aber es ist halt gestretched. Ne? Man sieht nicht wirklich mehr, sondern es ist einfach nur so. Da muss jeder wissen, ich glaube sogar meine... Oder? Ich weiß nicht. Er ist gestorben. Ich wollte schon die Animation mal zeigen, okay? Das geht, wem das lieber ist, die Möglichkeit gibt es. Also macht, wie ihr denkt. Scharfer Bildschirm oder halt so, dass die Pixel perfekt passen. Und die Pixel nicht gestretched sind. So, was haben wir noch? Vollbild, was wir eben hatten. Filter, es gibt den TV-Filter, das sieht dann wie bei den alten Röhrenfernsehern aus. Ich weiß nicht, wer auf sowas ernsthaft spielen möchte. Es gibt einige Spiele, die das immer zur Verfügung stellen, aber ich brauche das ehrlich gesagt nicht. Ich bin ganz froh, wenn es das nicht gibt. LCD-Filter, Alter. Als ob, warum? Naja, ist bestimmt keine Arbeit, das einzufügen. Filter aus, Rand an, Rand aus. Also wenn euch das stört mit dem Gold da, dann macht ihr halt einen schwarzen Rand hin, wie die alten Let's Plays aussahen. So, Steuerung, auch da kann man sich das umstellen. Alles passt. Also die Option hat man also. Spiel beenden. Man kann auch speichern. Etc. pp. Ich brauche nicht speichern. So, ansehen. Sieh dir einen Spieldurchgang an und fang an zu spielen, wo du möchtest. Das ist so ein Kernelement von diesem Game. Und zwar, ihr könnt euch quasi ein Let's Play oder ein Walkthrough anschauen. Ja. Gebt euch das mal in aller Würze. Da wird jetzt auch geladen ohne Ende. So. Dieser Walkthrough geht 44... Ah, man hat es nicht gesehen. Mein Dings ist davor. Also ganz am... Ich komme nicht. Ganz links habt ihr gesehen. Ihr seht den Player, aber ich mache mal ganz kurz meine verdammte Cam weg. Ja. Die verdammte Cam. So. 44 Minuten geht das. Und das spielt die ganze Zeit. So. Wenn ich jetzt hingehe und vorspule, oder ich spule ein Kapitel vor, ne? Da hat irgendeiner sich hingesetzt von den Entwicklern und das mal durchgespielt. Das ist ja kein Problem. So, wenn ich jetzt sage, ich möchte in dem Lava-Level, könnte ich es sogar ausprobieren, wenn es die Dings-Version ist. Wie darf ich denn eingreifen? Fang an zu spielen, wo du möchtest. Wiedergabe. Jetzt darf ich hier spielen. Seht ihr? Ja, perfekt. Hier ist das. Pass auf, jetzt kommen diese Dinger. Genau das. Seht ihr? Durch diese Pfütze wurde ich abgebremst. Jetzt weiß ich nicht, ob es überhaupt die Final Cut-Version ist. Aber an diesen Bug hatte ich gedacht, da müsst ihr halt schon mal springen und dann warten, bis das weg ist. Vielleicht ist es auch gar kein Bug, aber sonst wüsste ich nicht, welche gravierenden Bug hätten ausgemerzt werden müssen. Viel zu erzählen hier. Es ist unfassbar.
So, lassen wir das Spiel jetzt erstmal wirklich sein. Aber das ist interessant, dass ihr das jetzt verstanden habt. Es geht bei allen Spielen hier. Ihr könnt sie einmal zocken. Ja doch, da steht auch ansehen. Also das müsste die Final-Version sein. Y-Optionen. Einstellungen. Ah, da kann man direkt den Schwierigkeitsgrad und den Level auswählen und so weiter. Unverwundbarkeit. Man kann sich quasi Cheats anmachen. Sehr fantastisch. Ansonsten hätte man doch in-game auch den Soundtest und so. Na, wie auch immer. Und die Demo-Version. Wenn wir schon dabei sind, stürze ich ins Spiel. Werden wir das ganz kurz zeigen. Wir kommen auch gleich zum König der Löwen, keine Angst. Diese Demo zeigt eine frühe Version von Disneys Aladdin, die erstmals 1993 auf einer Messe in Chicago gezeigt wurde und enthält Grafiken und Spielabläufe, die damals noch unfertig ohne Entwicklung waren. Versuche, alle Unterschiede zwischen dieser und der endgültigen Version des Spiels zu finden. Kann man machen. Also, das Spiel war noch nicht fertig. Es gibt doch, kann man sagen, ein Level, der noch nicht ganz koscher ist. Auch hier andere Grafiken, wenn ihr darauf geachtet habt. Wenn ihr das Spiel so gut kennt, also ich hatte es ja in der Kindheit. Ihr seht unten links das Symbol von Aladdin. Das sieht noch nicht so gut aus. Ich glaube, das Schwert sieht noch nicht so gut aus. Die Bewegungsabläufe. Da gibt es schon einige Unterschiede. Der Typ da ist irgendwie neu. Da oben die Textur hat dann noch einen Platzhalter mehr oder weniger. Oder die wurde noch nicht eingefärbt. Keine Ahnung. Die Musik ist eine andere, wohlgemerkt. Die Äpfel sind dunkler. Das sind einige Unterschiede. Und da kann man so fast das ganze Level durchspielen quasi. Ich weiß nicht, ob das der Checkpoint sein soll. Der ist fast... Okay, der hat keine Animation gehabt, wenn er getroffen wird. Das sieht schon deutlich anders aus. Ich glaube, der größte Unterschied ist bei dem Genie-Level in der Lampe. Habe ich so gehört. Gesehen. Ja, der hält einiges aus, der Burschi. Auch ohne die Ding-Ding Sound-Animation. Ja, das kann man sich also gönnen. Auch sehr nett. Man muss auch sagen, dass sie wirklich, wie das eben schon angesprochen wurde, sehr viel Zeitdruck hatten, das Spiel zu entwickeln, weil der Film war ja schon draußen. Bei König der Löwen haben die das ja genau anders gemacht. Bei König der Löwen haben die ja den Film und das Spiel gleichzeitig gemacht. Also die wussten noch gar nicht, wie der Film am Ende aussieht und mussten das Spiel machen. Bei Aladdin waren sie aber im Zeitstress ganz einfach. Insgesamt ist die Demo deutlich zu schwer. So. Und der Typ, den es in der Endversion gar nicht mehr gibt, der hat uns jetzt besiegt. Ich kann nicht so lange, sonst komme ich nicht dazu, hier zu zeigen, was alles enthalten ist auf dieser Collection Disney Classic Games. Ach, da sieht man ein paar Szenen. Seht ihr links den Ball? Das ist dieses Genie-Level, das komplett anders aussieht. Tja, und die japanische Version ist ebenfalls dabei. Ich frage mich, warum genau. So. Das sind jetzt schon mal vier verschiedene Arten des Spiels. Und ihr seht ja unten links, da steht B zurück, A Auswahl, Y Option und auf X, da bin ich wieder davor mit meiner Cam. Bonusspiele steht da. Zeigen wir es so einmal ganz korrekt hier, Bonusspiele. Und da seht ihr die Handheld-Version. Handheld-Color-Version. Ich weiß nicht, ob die nicht copyright-mäßig... Ihr müsst ja bedenken, dass das Spiel, glaube ich, nicht nur für Switch rausgekommen ist, diese Box, sondern auch für PS4 und Xbox, und dass sie von Sega oder von Game Boy oder Super Nintendo nicht so viel hören wollen. Deswegen, es ist schon klar, was es ist. Die Game Boy-Version und die Game Boy-Color-Version. Werfen wir einen kurzen Blick rein. Aber ich finde, brauchen tut man es nicht. Ich habe damals selbst als Kiddy das gespielt, weil es war halt im Umlauf. Aladdin und König Löwen waren voll in. Also Game Boy Color Version habe ich nicht gespielt, sondern die... Ich weiß noch gar nicht, ob es eine richtige Game Boy Color Version ist oder nur die Game Boy Version in einem Super Game Boy oder in einem Game Boy Color drinne. So, aber auch bei der Game Boy Version orientiert man sich an der Mega Drive Version. Und das Ganze, sage ich mal, im Vollbildmodus spielen zu wollen... Die ROM, die ein paar Kilobyte groß ist hier, weiß nicht, ob man die gebraucht hätte so zwingend. Also ich habe auch wirklich überhaupt keinen, nicht den Hauch eines Verlangens, da zu spielen, weil man einfach nur versucht, dieses Sega Mega Drive Spiel irgendwie mit Ach und Krach, so gut es geht, in 8-Bit auf den Gameboy zu klatschen. Und dann ist alles sehr langsam und behäbig, also... Das war bestimmt gar kein schlechtes Gameboy-Spiel so für die damalige Zeit, aber...
Aber nein, danke, würde ich einfach mal sagen. Das ist so meine Meinung dazu. Und das Ganze gibt es auch noch ohne Farbe. Yay! Ja. So, das war jetzt nur Spielen. Museum und Soundtrack. Die Entstehung von Aladdin im Studio. Das ursprüngliche Entwicklerteam erklärt, wie es zu Aladdin kam. Ich glaube, das sind sogar Videos von damals, ne? Noch nicht so viel. Wollt ihr nur etwa aussehen, wie das ist? Also wenn ihr euch das Spiel kauft, dann sieht das ungefähr so aus, ne? Wir erklären viel und das mit einem Video, mit zwei Videos, drei Videos, vier Videos, fünf, sechs Videos. Und manche sind auch irgendwie, also das, was Disney gezeichnet hat, um den Entwicklern des Spiels quasi etwas zu geben, was sie einfügen können ins Game. So habe ich das verstanden. Ich habe mir auch noch nicht alles gegeben. Aber es zeigt halt auch einiges. So, hier dann Spielgrafiken, hier sind die Kulissen, Produktionsgrafiken. Das ist immer übelst interessant. Also ich finde sowas oftmals wirklich interessant. Filmgrafiken, auch hier Konzepte und so weiter und so fort. Also gut, ne, mein Statement, dass sie einfach nur ein Spiel genommen und geportet haben. Sie haben es wirklich versucht, so gut es geht, auszuschmücken. Und der Soundtrack ist ebenfalls da hier. Console S, ne, die Sega-Version. Etc. pp. Und damit wird mal... Was ist Option auf Erfolge? Okay, hier kann man sogar Achievements freischalten. Abspann ansehen, warum nicht? So, und jetzt kommen wir zum König der Löwen. Ich finde König der Löwen einen der besten Zeichentrickfilme of all time, definitiv. Und die Real-Verfilmung ist auch okay, man sollte da nicht so viel motzen. Da ihr jetzt... Das ist aber gespeichert gewesen, wo ich zuletzt war. Wo ich im Stream, denke ich mal, gezeigt habe. Was haben wir von The Lion King? Wir haben die Konsolen-Version. Also, Nintendo-Version. Super Nintendo. Wir haben die Console-S-Version, also Sega Mega Drive. Wir haben wieder die japanische Version. Jetzt gehe ich auf Bonusspiele. Wir haben die Game Boy-Version und die Game Boy Color-Version. So, weil wir eben schon quasi ein Sega-Spiel hatten, würde ich mal die Super Nintendo-Variante von The Lion King starten. Ja. Jetzt ist halt die Frage. It starts. Dass ihr so ein bisschen seht, wie das Spiel aussieht, wobei ihr euch natürlich wie immer mein Let's Play gönnen könnt. Oh, das läuft aber sehr flüssig. Nur die Farben, finde ich, könnten ein bisschen kontrastreicher und satter sein. Komm her, du Igel. Man hat zwei Leisten, die oben links ist die Brüllleiste. Die füllt sich von selbst wieder auf. Ich zeig mal, was die tun könnte. Beim nächsten Igel, also die ist jetzt für den kleinen Simba gar nicht mal so wichtig. Guck mal, das ist wieder so ein Igel. Den könnt ihr anbrüllen und da legt er sich auch auf den Rücken. Und oben rechts ist halt die Energieleiste und ich bin Lappen gerade. Die Super Nintendo und die Sega Mega Drive Version von König der Löwen unterscheiden sich wirklich kaum. Gut, im Opening schon mit der Schriftart und so. Und ich glaube, man muss sagen, die SNES-Version hat einen besseren Soundtrack. Ich glaube, der Soundchip des SNES war einfach ausgereifter als der des Sega Mega Drive. Das Sega Mega Drive war aber auch schon älter, ne? Wollen wir nicht sagen. Die guten alten Männer hier nicht fertig machen. Hier ist extra Energie, da wird die Energieleiste länger. Ich glaube, das bleibt im ganzen Spiel gespeichert, also sammelt die immer. Das sind die Checkpoints. Insgesamt ist das Spiel der König der Löwen nicht so gut angekommen wie Aladdin. Das ist Geschmackssache, ich mochte es gleichermaßen. Es gibt halt ein paar Level, die echt knackig sind. Da geht's auch noch runter, ne? Ja. Es gibt halt ein paar... Ich zeige euch direkt Secrets und bin jetzt wieder da. Oh no. Guck mal, da wäre ein extra Leben gewesen. Es gibt halt sehr knackige Level. Das kam von den Wertungen nicht so gut an. Als Kind habe ich das gar nicht wahrgenommen. Ich habe es einfach gefeiert und mich an das Spiel gewöhnt. Ich musste es als Kind sowieso machen. Ich musste ja jedes Spiel lernen. Ich konnte ja noch nichts. Ne? Heutzutage, jeder hat Mario gespielt und misst jedes Jump'n'Run mit Mario. Das ist halt so. Also, Sega und Super Nintendo Versionen unterscheiden sich bei König der Löwen kaum. Ich muss halt dazu sagen, und das deutlich,
bei Hyäne. Bei Aladdin fehlt die Super Nintendo-Version, die sich halt stark unterscheidet. Der Großteil findet die Sega-Version von Aladdin. Everything the light touches is our kingdom. Der Großteil sagt halt, die Sega-Version von Aladdin ist besser. Das sag ich auch, nicht nur wegen Kindheitserinnerungen. Es ist zwar gut gemeint, was Capcom damals gebastelt hat. Es ist aber ein komplett anderes Spiel, ne, müsst ihr sagen. Warum das fehlt, so aus Copyright- und Richtliniengründen, ich hab echt kein... Ich kann's euch nicht sagen, warum genau. So, ich muss auch aussprechen, viele sehen in diesem Spiel die Odyssee oder das Problem in diesen Affenrätseln. Deswegen erkläre ich euch das jetzt einmal, ne. Die pinken Affen könnt ihr anbrüllen und die werfen euch dann woanders hin. Ist klar, ne? Zum Beispiel der hat uns eben nach links geworfen. Wenn er uns jetzt nach rechts wirft, den haben wir auch umgedreht, dann passt das. Das mag hier noch funktionieren, es kommen aber immer schwierigere Rätsel, die sich über mehrere Inseln erstrecken. Ganz am Ende das letzte, da müsst ihr noch übers Wasser und so weiter. Das ist echt nicht ohne. Deswegen muss ich das einfach mal dazu erwähnen, weil das halt viele so damit assoziieren. Auch wir als Kiddies hatten damit unsere Probleme und haben... Naja, musst nur erstmal das bewältigen, bevor wir den Rest des Spiels sehen. Und der Rest des Spiels ist halt auch sehr knifflig. Hier ebenfalls kritisieren viele, dass man die Hitbox nicht genau sehen kann. Also ich bin jetzt eigentlich zu dem Schwanz von dem Nilpferd, oder ist es ein Rhinoceros? Ich sehe ja die Rückseite nicht. Eigentlich dran gesprungen. Aber manchmal zählt es und manchmal nicht. Das ist... Also vielleicht hätte es hier hätte sich vielleicht so eine Final Cut Version angeboten. Jetzt habe ich ein bisschen anderen Winkel genommen. Kann man schon kritisieren. Ich meine, es geht ja auch, wenn er einfach hier... Du kannst ja an das Ohr von dem Nilpferd da oben. Andererseits habe ich ja vor allen Dingen die Sega-Version gespielt, selbst im Let's Play damals. So. Extra Leben und... Dass das einige frustriert, das verstehe ich schon. Aber ich habe wirklich das Gefühl, die Sega-Version ist da ein bisschen humaner. Hm. Da sollte man sich mal... Könnte man mal drauf anlegen, ne? Ich will jetzt gleich König sein. So, wir wollen uns nicht verzetteln allzu lang. Build-Time Version 1.0. Bildschirmoption, ja auch dasselbe, ne? Man kennt's. Aus den scharfer Bildschirmfilter aus. Rand an. Hatte ich den gerade nicht an? Okay, dann habt ihr ihn jetzt. War eh falsch. Ich bin die Sounds nicht gewöhnt. Also die Soundtracks, die Soundeffekte hören sich doch deutlich anders an, je nach Version Nintendo oder Sega. Sega-Version. Also ihr habt ja eben den Anfang gesehen, wir gucken uns nur den Titelbildschirm und so an von der Sega-Version. Ihr seht auch einen anderen Rand. Das empfiehlt sich hier eigentlich auch, weil ich bin jetzt hier im Rand. Wenn ich sowas nochmal let's playen würde, welche Bildschirmeinstellung würdet ihr bevorzugen? Hier die Schriftart, ne, die sieht ein bisschen... Also ich bin diese Version halt übelst gewohnt. It starts. Eigentlich könnte ich jetzt sogar mich vor Fast Forward speeden und das mit den Klammern ausprobieren. Das mache ich einfach mal. Ich schneide euch das, wenn es überhaupt nicht... ich schneide euch das mal. Oder nicht? Ich weiß noch nicht. Moment. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Pass auf. Hier gibt es keine Fast Forward. Hier gibt es keine Ansehen-Funktion. Gibt's hier? Ach doch, Konsole N. Ach, in der Sega-Version gibt's... Ja, es gibt dieses, sieh dir einen Spieldurchgang an und fange an zu spielen, wo du möchtest. Auch nur in der Nintendo-Variante. Hä? Warum? So, japanische Version, weiß ich auch nicht, warum sich das unterscheidet. Und, noch ganz kurz ein Looky Looky in die Game Boy Color-Version. Das ist deutlich lauter. Aber, ich sag euch was.
Es gab nicht nur dieses, der König der Löwen für Game Boy. Es gab auch eins, das hieß der König der Löwen, Simbas großes Abenteuer. Der erschien für PlayStation 1, ein 3D-Jump'n'Run. Oh mein Gott. Das sein müssen. Ein 3D-Jump'n'Run für PlayStation 1 und das haben sie als Anreiz genommen, ein neues Game Boy Color König der Löwen-Spiel zu machen, das dieselbe Steuerung hat. Das sieht aber deutlich besser aus als das hier. Wenn ich lustig drauf bin, blende ich euch da sogar noch was ein, mal eben zum Vergleich, zum Direkten. Das fand ich mal interessant. Ich habe das nicht selbst gespielt, aber gesehen. Und ich weiß nicht, ob es aber auf dem GBA noch irgendwas gab, aber auf jeden Fall hätte ich das vielleicht lieber auf der Collection drauf gehabt, als den alten Schinken. In der farblosen und farbvollen Variante. Weil dieses farbenmäßig hier, ich weiß auch nicht. Lassen wir es. Pause. So wie Pause, so Pause heißt doch Tatzen, oder? Aber wird ausgesprochen wie Pause, wie Pause. Okay. Lustig. Und das ist im Wesentlichen, was euch eben das Spiel gibt. Spielvideos, Entstehung von König der Löwen, wie die Grafiken zum Leben erwachten. Also habt ihr auch wieder ganz viele Behind the Scenes, also wer drauf steht. Ich muss gestehen, ich habe so viele Blu-Rays an Filmen im Regal, wo ich mir niemals die Extras angeguckt hätte. Es gibt ja ein, zwei, wo ich mich hinterher wirklich interessiert habe und ein bisschen mehr sehen wollte. Farbrichtlinien, dass auch keine Verwechslung entsteht. So ist es immer genau genormt, ne? Nice. Die ganzen Artworks. Filmgrafiken. Mufasa. Also das wirklich vom Film, diese Sketche, diese ursprünglichen, aber schon sehr nah dran an der Endfassung, ne, würde ich sagen. Ja, eigentlich ziemlich random zusammengeschmissen, oder? So, da kann man, also es ist, das Spiel, diese Collection ist für mich echt ein zweischneidiges Schwert. Weil zum einen haben die ja, also sie haben quasi die Aufgabe, diese Klassiker alle beide auf ein Disc oder in dem Fall Nintendo Switch Modul drauf zu pressen. Und wenn die nichts anderes machen dürfen, sich nur darauf konzentrieren, dann ist es natürlich, haben sie wirklich alles gegeben, um noch drumherum was zu geben. Aber das ist für mich alles nichts, was mich jetzt wirklich wochenlang unterhalten würde, das Museum durchzuschauen und die Videos und so. Weil eigentlich ein Spiel willst du ja spielen. Das ist ja, naja, viel behind the scenes, ne? Deswegen ist es schwierig zu beurteilen. Nutzungsbedingungen, Datenschutz, da unten steht alles. Etc. Das ist interessant zu beurteilen. Hier vor allen Dingen. Hä, das sind die einfach. Und hier haben sich keine Mühe mit den Achievements gegeben. Es gibt nämlich nur 3 Stück. Schließe das Spiel mit als einfach ab, auf normal und auf schwer. So, und eins könnt ihr noch glauben. Das heißt ja nicht einfach nur Aladdin und König der Löwen, sondern Disney Classic Games. Und vielleicht war es das noch nicht komplett. Also Hercules für PlayStation 1 zum Beispiel sieht dem irgendwie ähnlich, auch wenn es eine Konsolengeneration weiter ist. Wer weiß, was Disney noch raushämmern wird. Ich wollte es euch einfach mal sagen, wenn ihr das Game, wie oft halte ich es eigentlich in diesem Video in die Kamera, wenn ihr das Game im Laden seht, wisst ihr jetzt, was euch erwartet. Ich finde die Spiele eigentlich sehr schön, aber sie sind halt auch sehr kurz und ich sag mal so, Zocker von heute. Also die Kinder von heute werden dann sagen, die Spiele sind gar nicht so pralle, weil sie ein bisschen schwerer sind und ab und zu eine Kollisionsabfrage haben oder die Hitboxen nicht so genial sind. Ihr habt es ja gesehen, an für sich ist es Sega Aladdin das Beste, was ihr hier bekommt. Aber auch knackig, ne? Das ist halt auch knackig. Damals war es sehr, sehr geil, aber die Gameboy-Version oder japanische Version, die braucht man halt echt nicht, find ich zumindest. Ich bin gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Danke fürs Anschauen bei diesem Let's-Test, wo ich am Quasseln bin, am laufenden Band. Aber ich glaube, ich habe jetzt wirklich im Kern alles gezeigt, was es hier gibt. Und ja, schaut euch gerne meine alten, aber noch anschaubaren Let's Plays dazu an, wenn ihr das gesamte Game sehen wollt. Ich glaube, Aladdin besteht auch nur aus 4 Parts. Und König der Löwen aus 7 oder so. Aber ich glaube, das ist so alt, das ist noch ohne Thumbnails etc.
Danke fürs Anschauen, Däumchen wären Träumchen und bis zum nächsten Let's Test. Bis dann und ciao.